Gott, endlich sehe ich dich hier. Komm, der Besitzer steht vor meiner Tür. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und gestern, am 10.04.2021, hat der erste Pommesautomat in Deutschland eröffnet. Klingt wie ein Traum, ist aber Realität. Hier in Ebersbach an der Vils, in diesen kleinen Räumchen. Denn da steht der allererste Pommesautomat in Baden-Württemberg. Jeder von euch kennt doch diese Automaten an den ganzen Bahnhöfen. Und ich schwör's, du gehst an denen vorbei und die verführen dich irgendwie. Du willst da richtig was kaufen. Den Automaten an, wie unfassbar schön der aussieht. Allerdings wurde hier schon echt einiges gekauft. Gott, ich kann mich gar nicht entscheiden zwischen Duplo oder so Nicknacks, Trollis. Kann euch gar nicht genau sagen, was mich an diesen Automaten so verzaubert. Ich sehe den irgendwie und will ihn einfach nur küssen. Oh Gott, das brauche ich auch. Infektionskrankheiten sind ansteckende Krankheiten. Komm, Süße, nimm einfach mein Geld und dann die zwei. Stecken bleiben, nicht stecken bleiben. Ja. Ein Corny. Eine gute Wahl. Oh, ist der Steiner. Aber stellt euch mal jetzt vor, aus diesem Automaten kommt nicht irgendwie gewöhnlich Süßigkeiten oder was zu trinken, sondern verdammt nochmal Pommes. Wir haben wirklich schon verrückte Automaten getestet. Ob es der Dönerautomat war, ein Pizzaautomat. Und heute wird es ein Pommesautomat. Das ist der allererste in Deutschland. Ich kann gar nicht fassen, dass jetzt wirklich so einer in Deutschland existiert. Ich weiß gar nicht, ob weltweit einen gibt. Ich habe gehört, in Venedig soll es auch einen geben. Aber wir fahren heute zum Pommesautomat in Deutschland. Allerdings sind wir gerade hier in Hamburg und wir müssen ganz weit runter Richtung Nürnberg, weil da lauert der Pizzaautomat. Diese Reise treten wir jetzt zusammen an. Allerdings möchte ich ein paar Sachen mit euch beantworten in diesem Video. Erstmal, wie schmeckt verdammt nochmal ein Pommesautomat? Ist es das Geld wert? Die Reise wert? Und hat es Zukunftspotenzial? Die zweite Sache ist, können die Pommes aus dem Pommesautomaten mit anderen Fastfood-Filialen mithalten? Also ist es wirklich eine Alternative preis-leistungsmäßig? Und das dritte ist, der Pommesautomat verspricht in 35 Sekunden die warme, leckere, knusprige Pommes zu machen. Ist der schneller als andere Fastfood-Filialen? Weil McDonald's, Burger King sind ja auch, was das angeht, wirklich extrem schnell. Da werde ich mit Stoppuhr bewaffnet vor deinem Bett stehen und die Zeit messen, wie lange du im Bett brauchst. Nur 12 Sekunden. So können wir auch messen, ob der Pommesautomat mit anderen Sachen mithalten kann. Dafür würde ich sagen, Leute, ab ins... Zum Auto wollte ich eigentlich zu euch sagen, aber wie stellen Sie sich das bitte vor? Ich bin dick. Wie soll ich denn hier durchkommen? Hallo? Ich weiß nicht, wer von euch mich hier verarschen will. Ich habe mich hier reingezwungen. Jetzt bin ich auf dem Beifahrer. Ey, manchmal ist Fett sein nicht gut. Manchmal gut, manchmal nicht gut. Oh. Wir sitzen zwar jetzt im Auto, aber können wir eventuell zum Punkt zurückspulen, wo ich gesagt habe, jetzt sitzen wir im Auto, damit wir halt so einen kleinen Übergang haben? Ja. Dafür würde ich sagen, Leute, ab ins... Und hier sind wir jetzt im Auto gelandet. Ich fahre jetzt nach Nürnberg. Das ist eine 6,5 Stunden Fahrt, das wird der absolute Wahnsinn, wenn da und da Stops machen, die Pommes vergleichen, damit wir am Ende unser Ziel erreichen. Jungs, was ist das Ziel? Minderjährige. Aber ihr denkt doch nicht, ich mache alleine diesen Trip. Ich habe natürlich die Jungs dabei, einmal Marvin. Ohne Marvin gehe ich nirgendwo hin. Und heute Special Guest Freddy Fuchs ist auch dabei. Jungs, das wird ja so ein richtiger Männertrip, ne? Wir zu dritt. Digga, was machen wir zuerst? Marvin? Warte, vergeh mal vor. Nein, der ist nicht hier, keine Sorge, keine Sorge. Freddy Fuchs? Freddy Fuchs Miniwürstchen. Jungs, ich habe was ganz anderes im Sinn. Lass uns doch alle mal gegenseitig die Spitze. Lass mich mal wieder rein. Es wird ganz, ganz böse, Leute. Ich bin schon auf der Autobahn und es regnet brutal, Alter. Und da Auto zu fahren, ist natürlich nicht nur gefährlich, sondern auch ein bisschen ungemütlich. Allerdings habe ich für euch eine Mega-Monster-Aufgabe. Ihr nutzt mich immer als Nutztier, damit ich für euch die geilste Scheiße esse oder die größte Kacke. Jetzt zwingt mich dazu, auch manchmal eure Videos zu liken. Seht ihr, ich gehe in die Kommentare. MarkTV. Okay, MarkTV. MarkTV, gratis PC-Vorstellung-Video. Partout. Ja, und ich like das. Ich tue es. Also kannst du jetzt auch mal ein Like da lassen, ne, für den ganzen Scheiß hier. Allerdings, Leute, habe ich ein großes Automatenvideo geplant. Ihr könnt euch natürlich denken, was es wird. Allerdings brauche ich da eure Hilfe. Könnt ihr meinen Rucksack aufmachen und meinen kleinen blauen Eimer rausholen? Nein, Dora, das ist meine Show. Könnt ihr mir bitte in die Kommentare schreiben, wenn ihr natürlich Ahnung habt. Und am besten auch Adresse dazu. So richtig verrückte Automaten in Deutschland oder Europa, wie auch immer. Zum Beispiel irgendwie so ein Chicken Nugget Automat, habe ich mal gehört, soll es gehen. Natürlich Pizza-Automaten kenne ich auch ein, zwei. Könnt ihr natürlich auch reinschreiben. Bauern gibt es ja auch irgendwie so Currywurst und sowas. Also wirklich, wenn ihr verrückte Automaten kennt, schreibt es mir bitte, bitte in die Kommentare. Und bitte, wenn es wirklich Currywurst ist, dann kein Ferdifuchs. Ferdifuchs Mini-Salami, der coole Snack für unterwegs. Ja, halt deine Fresse, da. Eure Kommentare würde ich dann sogar im Video einblenden, also es lohnt sich für euch. Scheiße. Der Pommesautomat, hallo, ich seh nichts. Wir wollen den Pommesautomat ja richtig auf die Probe stellen. Gleichen wir ihn auch mit den Fastfood-Giganten und fangen an mit McDonald's. Geschmacklich, aber auch zeitlich werden wir jetzt gleich mal testen, wie schnell McDonald's ist bei den Pommes. Ich habe aber gesehen, es gibt sogar Curly Fries derzeit. Oh, im Angebot, die sind so geil. So, kann ich eine kleine Pommes bitte haben und eine kleine Curly Fries Pommes auch. Und die Stoppuhr läuft und läuft und läuft. Digga, die Zeit tickt und tickt.
Also was Pommes angeht, nur die normalen Pommes, da ging es schon sehr schnell, weil Pommes schon gefühlt zu bereit lag. Der McDonald's, muss man dazu auch sagen, war asozial voll. Alter, wir sind ja irgendwo auf einer Raststätte Richtung Hannover und der McDonald's ist komplettes Kinderparadies. Alles, jeder Platz war besetzt. Ich habe allerdings auch Curly Fries bestellt, Leute, weil die sind unfassbar Hammer. Ob da der Pommesautomat mithalten kann, das wird echt schwer. Allerdings haben die einfach 6 Minuten 40 gebraucht für Curly Fries. Dafür wurden sie allerdings auch sehr frisch gemacht und frisch frittiert von der Nase. Das heißt, das sind auch super frische Dinger. 6,40, da muss man sagen, der Pommesautomat braucht angeblich nur 35 Sekunden. Aber die Pommes von Mc's, Leute, oh, die sind noch richtig warm. Die brennen noch richtig. Die Pommes von Mc's, ne? Die sind ikonisch, ich schwöre. Die sind einfach lecker. Ich finde ja Daumenpommes an sich sehr lecker. Die sind immer so schnell labrig. Ich kann die keine 2 Minuten aus den Augen lassen. Cool, dass die schlecht werden gefüllt. Aber geil, Pommes. Ach, das sind gar keine Curly Fries mehr, sondern Gitterpommes. Kennt ihr die? Sieht halt aus wie so ein Gitter. Schmecken aber auch richtig, richtig geil. Das sind wirklich richtig geile Dinger, sag ich. Mmh, mmh. Boah, boah, beinahe richtig. Ey, wir haben so eine geile Würzung. Mmh, mmh. Und wir können noch eine Sache sehr gut miteinander vergleichen. Ich habe keine Ahnung, Leute. Das werden wir zusammen herausfinden, wie teuer der Pommesautomat ist. Also wie viel Geld will er eine Pommes haben. Wir können ja alles miteinander richtig gerne sich boxen lassen. Deswegen zum Beispiel McDonald's. Die kleine Pommes hat jetzt einfach 3 Mäuse gekostet. Die Netzkartoffeln 4,19 €. Alter, das ist schon wirklich teuer. Bin gespannt, ob der Automat teurer wird, schneller ist und ob das Preis-Leistungs-Verhältnis besser sein wird. Das werden wir alles heute miteinander schön vergleichen. Aber eine Sache möchte ich euch nicht verraten. Was? Eine Sache möchte ich auch noch für mich persönlich testen und herausfinden. Und zwar wisst ihr, Leute, ich habe jetzt wirklich jahrelang meinen dicken Bauch trainiert und trainiert und mir wirklich schon ein bisschen Essensahnung, sage ich mal, angegessen. Deswegen habe ich viel rumexperimentiert, gemacht und getan und habe eine Geheimsoße entwickelt. Die habe ich natürlich auch mitgenommen. Weil der Pommesautomat muss es nicht nur schaffen zu schmecken, sondern schafft es auch, mich zu überzeugen, mit meiner Geheimsoße gut zu schmecken. Probier's doch aus. Die Zubereitung ist, wie ihr schon hört, geheim. Aber Ivanjo, zeigt den Leuten mal kurz die Geheimsoße. Oh ja, ihr habt richtig gehört. Geheimsoße. Allerdings müssen wir die Geheimsoße machen. Die Zutaten stehen da. Das ist eine Geheimsoße, Leute. Könnt ihr euch mal bitte, Alter, also bitte mal Respekt haben oder hier umdrehen. Ey, wirklich, ne? Das ist also meins. Okay, dann 100 Gramm, ey. Das ist sie, Leute. Meine Geheimsoße. Im Kleinformat. Portioniert für uns perfekt gemacht. Ich habe den Rezept wirklich... Mmh. Oh, die ist so perfekt, ne? Die passt zu allem. Wir können es mit Burger essen. Habe ich schon gemacht, war richtig lecker. Pommes, mega. Nuggets, geil. Und genau die soll mit dem Automaten-Pommes verschmelzen. Oh, sieht die schön aus. Auch noch richtig schön gekühlt. Die muss ich jetzt echt noch transportieren zum ganz Pommes-Automaten. Aber wie schmecken die McDonald's-Pommes damit? Ich tipp mal so ein bisschen. Mmh. Oh mein Gott, die Soße ist so gut. Oh, die ist so gut zu Pommes, ne? Die kannst du gefühlt wirklich mit allem essen. Mmh. Oh, oh Mann. Darf ich alles aufessen? Angekommen in der nächsten Stadt. Hier ist unser zweiter Stop. Na, was glaubt ihr, Leute? Ich sag euch noch nicht, wo wir sind. Ihr könnt ja mal selber ran. Guck mal, ihr seht hier links eine Straßenbahn. Hier rechts ist eine deutsche Tankstelle. Wo glaubt ihr, sind wir? Barcelona. Um es aufzulösen, unser zweiter Stopp jetzt ist hier in Hannover. Aus einem ganz bestimmten Grund. Vergleicht den Pommesautomat mit den Fastfood-Veganern. Und wisst ihr noch das Five Guys Video? Wir haben Hannover einfach geskippt. Ich wollte eigentlich nach Hannover gehen zum Five Guys. Hab abgebrochen und bin nach Berlin gefahren. Müsste ich morgen irgendwie auf Krampf. Das würden wir alles nicht schaffen. Also Hannover Arschleck. Muss halt das Date absagen. Tut mir leid. Allerdings holen wir das jetzt genau nach. Das ist also der Five Guys, Leute, den ich geskippt habe. Mitten in Hannover an so einer Bahnhofsstraße. Ich werde jetzt genau hier bestellen, Leute. Hier kann man auch schön sehen, wie alles zubereiten. Und dann stelle ich die Stoppuhr. Einmal Pommes bitte. Digga, was ist das? Digga, Donut! Och du heilige, ey, wir kommen niemals an. Dieser Pommesautomat wird umbringen. Five Guys! Oh, ich muss sagen, Leute, für alle, die die regelmäßigen Kanal verfolgen, hoffentlich bist du einer davon. Wenn nicht, dann wird's mal Zeit. Wir hatten so vielen Five Guys vor kurzem, wo ich 24 Stunden lang mal Five Guys gegessen habe. Als ich da drin war und diese Gerüche hatte und so, ich hatte gar keinen Bock mehr. Falls ich mal so ein Video mache, so ein Eine-Woche-Video, wenn ich Subway eine Woche esse oder das eine Woche esse, dann bin ich da jahrelang abgeturnt. Mittlerweile zum Beispiel, ich liebe KFC so, aber ich schwör's euch, nach meinem ersten Eine-Woche-Video bei KFC, ich war über 2 Jahre dann nicht mehr bei KFC, weil ich davon einfach satt gefressen war. Allerdings, Five Guys ist, was ihre Pommes angeht, ein Mysterium. Sie werben damit, ja, du kriegst frische, geile Pommes vor deiner Nase zubereitet mit Erdnussöl. Sogar richtig special. Und ich als Erdnussliebhaber bin da eigentlich richtig krasser Fan von. Aber, habe ich euch im anderen Video gar nicht erzählt, ihr kriegt hier mal eine extra Information. Jetzt bei diesen ganzen Five Guys waren, habe ich sehr, sehr oft Pommes genommen. Und ich schwöre es euch, sagen wir von 10 Fällen waren vielleicht höchstens 2 Mal die Pommes wirklich richtig lecker. Die anderen 8 Male war es, Zeit angeht, habe ich sogar wieder gemessen wie ein richtiger Deutscher. 3 Minuten 51 gebraucht. Schneller als McDonald's. Preislich allerdings genau wie McDonald's. Wir waren jetzt bei 4,20 €. Für eine Pommes allerdings kriegst du bei Five Guys, glaube ich, ein bisschen mehr. Der Geschmack ist ja extrem wichtig. Boah, ich hab gut erwischt. Ah, ja, wichtig, Five Guys. Das war ein wichtiger Tag, wo es gut schmecken muss. Und zwar sind noch ein bisschen goldiger, ein bisschen knuspriger, ein bisschen brauner. Natürlich alles am Erdnussöl. Pommesautomat, wie willst du die schlagen, Alter? Mega Erdnüsse. Und echt weich. Nicht knackig, aber so richtig schön weich. Wie schmecken sie mit Geheimsoße? Eine Geheimsoße auch zu den Erdnusspommes passt? Ja, boah, das schmeckt sogar noch besser. Oh, ich liebe meine Soße. Ja, das hört sich pervers an, aber ich schwör's euch, ne, die ist so geil. Oh, nee! Habt
die Gabel oben vergessen. Ey, Moment. Natürlich im Handschuhfach hier eine Gabel. Ich habe mir noch einen Salat bestellt. Okay, Bruder, da kann ich wirklich nicht helfen. Sorry, Alter. Aber bis das noch im Handschuhfach war. Pickles fürs Deutschland-Brasilien-Spiel. Heute um 18 Uhr in Nürnberg. Och Gott, oh Gott. Aha, das wäre doch gar nicht möglich. Wir wären 19.47 Uhr da. Ich kann auf die Tube drücken wie ein Weltmeister. 4 Stunden jetzt durchfahren. Und dann können wir das irgendwie noch schaffen. Mein Deutschland-Brasilien. Digga, erinnert euch nicht. 7-1. Miroslav Klose schafft ein Torschützenliste anzuführen. Ronaldo vom Thron gestoßen. Den dicken Ronaldo. Ja, wir haben Tickets dafür. 2 Stück sogar. Marvin, du bist auch dabei. Wir haben ja spekuliert, ob das vom Game Master die Adresse ist. Ist er nicht immer so depressiv, Bruder? Der ist nicht hier. Ja, Alter. Es ist jetzt hier kein Spaß mehr. Es ist schon extrem geil. Voller Stau hier. Ah, ich wollte doch nur Schweinsteiger sehen. Nee, Leute, es ist unmöglich. Ich bin gerade wirklich enttäuscht. Ich wollte euch so eine geile Abwechslung bieten. Vom Timing her klappt es einfach nicht. Ich komme da an. Wenn der Abpfiff ist, nicht mal dann. Ich komme an, wenn die schon in der Umkleide sich duschen. Warte, Moment mal. Women's Football. Ach so, das ist ein Frauenspiel. Ach, na dann. Warum ich das männliche Geschlecht über alles hasse. Ich sag euch ehrlich, ich hätte echt Bock, da hinzugehen, ne? Schön, mir jetzt nicht aufs Frauenfußball zu hören. Ich dachte, geil, dann gehe ich da hin, dann bin ich zum ersten Mal im Stadion, wie durch die Abwechslung. Ich habe die Tickets super, super spontan gefunden, aber wir schaffen es einfach nicht. Wir sind zwar jetzt irgendwo hier nichts in Nähe von Nürnberg, aber wir könnten auch theoretisch einfach im Stadion sein. Ja, 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 weiter so, Deutschland! Deutschland! Wir haben noch eine Fastfood-Filiale vergessen. Jetzt muss ich aber auch sagen, waren echt Five Guys und McDonald's überraschend geil. Und der Pommes Automat wird so schwer haben im Vergleich wahrscheinlich. Burger King! Ja, vor allem da oben ist McDonald's, wie frech ist das? Komm, in Spanisch war nicht schlecht. Paralive, Potatos, Lassigas. Alter, Burger King hat alle gerade rasiert. Und zwar die Pommes-Zubereitung von Bestellen bis zu mir. Natürlich Stoppuhr gemäß 40 Sekunden. Das ist fast schneller, als der Pommes-Automat verspricht. Gleiche Kosten wie McDonald's. Hörst du das? Hör mal, gemacht. Knacken. Wir haben halt wirklich ihren komplett eigenen Geschmack noch. Kann meine Geheimsoße auch bei Burger King überzeugen. Oh ja. Noch 14 Minuten. Wir sind nah dran. Nur noch 11 Minuten. Sind einfach nur noch 6 Minuten. Die Straße noch durchläuft. Ich bin in Erlangen. Ich bin jetzt gespannt. Wird da wirklich der Pommesautomat sein, für den wir jetzt 8,5 Stunden gefahren sind? Ich sehe da hinten schon so ein Schild. Ich bin im Automaten vorbeigefahren. War komplett voll. Da waren so viele Menschen. Das ist ein Dorf. Hier ist eigentlich tot. Aber dieser Automat war völlig voll. Ich habe nur kurz Fußball angeguckt. Manchester City gegen Bayern München. Haben wir nochmal hingefahren. Jetzt ist alles voller Jugendliche. Wir haben 0 Uhr. Kurz hier ziehen und alles voller Jugendliche. Wie soll ich da bitte drehen? 6,5 Stunden spät. Guten Morgen, Leute. Es ist 6:30. Ich verarsche euch nicht, Leute. Es ist 7 Uhr morgens. Oh Gott, Leute. Es ist endlich soweit. Open End. Dieser Laden hier ist ein 24-7-Stunden-Kiosk. Deswegen bin ich auch um 7 Uhr morgens hier, damit ich endlich meine Ruhe habe und ich komme rein in diesen Raum. Endlich ist er mal leer. Hier seht ihr die ganzen Automaten. Das geht's mittlerweile auch in Hamburg. 24/7 Kioske sind. Aber in Automatenform. Das heißt, du kannst hier gefühlt alles kaufen. Snacks, Drinks, Frischkäse, Salz, hallo. Suchti, auch Vorbau, alles Mögliche. Da geht's auch noch zu den ganzen Liquids und sowas. Das kann man natürlich auch haben im Notfall. Oder auch Getränke. Aber wir sind hier wegen dir. Oh mein Gott, endlich sehe ich dich. Boah, weißt du, wie lange? Hast du nämlich gebraucht? 9 Stunden, um mich kennenzulernen, du süßes Teil, Digga. Ich bin hier. Das ist ja, Leute, der Pommesautomat. Der erste Pommesautomat in ganz Deutschland. Und ich muss sagen, meine Güte, bist du ein hübsches Ding. Wir können jetzt schon mal sehen, damit wir einen absoluten Preisvergleich auch haben. Die Pommes werden angeblich in 35 Sekunden zubereitet. Sogar auf Kroatisch, hallo. Und es kostet mich 3 Euro, würde es mich kosten. Ich könnte sogar mit Karte zahlen. Das ist ja super, super krass modern. Och, war das anstrengend, dich zu kriegen. Und jetzt habe ich dich endlich, du süßes Teil. Och, ich weiß nicht was, es ist so früh am Morgen. Ich habe 3 oder 4 Stunden geschlafen. Mein erstes Mal Pommesautomat. Ich weiß nicht, wo steckt man denn hier rein? Also hier nicht. Hier steht nur Dinger, bitte, ich bin ganz neu. In jedem Fall führt allerdings die Betrachtung des Objektes der Begierde zu einer Erektion. Der einfach hier in den Schlitz, Alter. So macht man das doch, oder? Oh ja, ja, in den Schlitz. Ach so geht das. Habe ich im Biounterricht gelernt. Zack. 3 Euro hast du geschluckt, du dicke Süße. Meine Stoppuhr ist auch bereit. Mit Salz, mit Ketchup. Ah, mach mit Salz, Digga. Ach, da ist sogar ein Timer. Da steht sogar die Zeit. Start! Aber wir sind doppelt Allmanns. Okay, bitte warten die Zubereitung, Leute. Digga, ich frage mich halt, Leute, wie das jetzt? Was passiert jetzt? Ich höre nichts. Ist da eine Fritteuse drin oder ist das so backofenmäßig, dass er einfach so fertige Pommes, wenn dann so reingeworfen von der Maschine. Ah, hört ihr das? Ich höre jetzt nicht so dieses Okay. Okay, let's go. Ah, jetzt. Das reicht, um Pommes uns wirklich. Oh mein Gott, 35 Sekunden, keine Lüge. Mir sind es jetzt 37, aber komm, die 2 Sekunden waren es auch nicht auf. Die Pommes aus dem Automaten waren wirklich am schnellsten. Hier kommen sie dann raus. Da sehen wir schon fertige Pommes. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe das System immer noch nicht. Danke und guten Appetit. Ja, danke dir, kein Problem, Brudi. Ach, 7 Uhr morgens, irgendwo in Erlangen. Nähe Nürnberg esse ich zum allerersten Mal mein Leben aus dem Pommesautomat. Ne, hier hat auch so einen kleinen süßen Becher. Zum Preisvergleich bei McDonald's und Burger King für dieselbe Menge ungefähr
auch 3 Euro gezahlt. F-Guys, da hat man allerdings auch mehr, muss man dazu sagen, 4 Euro gezahlt. Also preislich, wenn man alles abwiegen würde, jede einzelne Pommes und sind wir eigentlich überall gleich gewesen. Sagen vom Geschmack her waren gestern alle richtig, richtig stark. Oh, McDonald's war gut, Burger King war gut und Five Guys war wirklich mit am stärksten. Kann der Automat mitziehen? Meine Geschmackssinne müssen noch aktiviert werden. Mir schon mal fehlt, das könnt ihr auch bei den Pommes, glaube ich, ganz gut sehen. Die Pommes sind untersalzt. Da fehlt auf jeden Fall Salz. Jetzt kommt ein übertriebener Fehler. Das ist mir gerade erst im Schnitt aufgefallen. Ich habe ja auch ohne Salz bestellt. Guck mal, wie ich einfach Salz wegdrücke, weil ich Dummkopf dachte, wenn ich drauf drücke, kommt Salz da rein. Natürlich sind die unsalz. Ich werde ohne Salz bestellt, du Fetzer. Ich muss euch ehrlich sagen, Leute, der erste Pommesgang, klar ohne Salz, hat mir aber erstmal nicht so zugesagt. Ach, meine liebe Geheimsoße. Mal gucken, ob es damit schmecken wird. Oh Gott, ich liebe meine Soße. Ich bin so ein Mensch, ich probiere immer Positives rauszuziehen, aber auch Negatives. Ich muss sagen, den Pommes fehlt irgendwie das Menschliche. Ob zu wenig Salzanteil drin ist, zu wenig Fettanteil. Da muss mehr Geschmack rein auf jeden Fall. Es ist viel zu unintensiv. Ich bin jetzt aber so lange gefahren, Leute. Da dachte ich mir, Digga, vielleicht habe ich eine schlechte Portion erwischt. Ich hole mir noch eine. Und man kann ja anstatt Salz auch Ketchup nehmen. Gesagt und getan. Also da bin ich dann direkt nochmal zum Automaten und habe mit Ketchup bestellt. Hallo Süße. Um dich nochmal zu füttern. Ketchup. Ich muss aber sagen, das Ding geht verdammt schnell. Digga, du kannst ja sogar mit Zahnbürste bezahlen. Wenn jemand sagt, ich gebe dir ein bisschen von meinem Ketchup ab. Es ist halt genau das. Es ist einfach so ein Mini-Streifen Ketchup drauf. Das hat sich so kaum verändert. Vielleicht ist jetzt irgendwie mehr Salz oder drauf. Ah, da haben wir dich. Es klopft an mein Fenster. Der Besitzer steht vor meiner Tür. Also ich habe den Chef getroffen. Der macht mir den Automaten jetzt auf. Ja, auch verkauft. Kann ich mal schauen. Und dann habe ich nochmal richtig komplett frische neue Pommes bekommen. Das nimmt hier jetzt alles eine Wendung, Leute. Ne? Ich habe hier jetzt komplett nochmal neu frische Pommes bekommen. Ey, dieses Video hat einen Plot-Twist nach dem anderen. Jetzt kam es nochmal richtig zur Sache. Der Besitzer, der hat sich gesagt, nein, er will mir die bestmöglichen Pommes bieten. Ja, so einer, Leute, ich mache mal eine Geheimaufnahme oder ich gehe auch alleine hin. Also mal alles heimlich heim. Es soll so authentisch ist wie möglich, damit ihr einfach mein Erlebnis miterleben könnt, so gesagt. Man muss aber dazu sagen, ich bin wirklich um 7 Uhr morgens da gewesen jetzt. Ich habe die allerletzten Pommes bekommen. Pommes, was du bekommen hast, das war wahrscheinlich letzte Schicht. Das sind halt dann wirklich irgendwo auch ein bisschen so die Reste, könnte man sagen, gewesen. Und wir haben dann zusammen, habt ihr gesehen, komplett alles nachgefüllt. 3 Gänge gemacht. Also ich habe hier wirklich 3 Pommesgänge jetzt gehabt. Frischer kannst du es aus dem Automaten nicht kriegen. Und das hört auf jeden Fall super knackig. Komischerweise ist der Ketchup jetzt irgendwie intensiver. Die Pommes sind jetzt auf jeden Fall intensiver. Als zum ersten Mal. Klar, ich habe jetzt auch ein bisschen das Erlebnis vom Chef bekommen, ne, dass er mir alles gezeigt hat, dass er mir Tomaten noch aufgemacht hat. Das Ding wird auch frittiert. Ich hätte echt gedacht, es wird gebacken, aber nein, das sind 2 richtig fette Fritteusen. Ey, das hätte ich jetzt nicht gedacht, sag ich dir ehrlich. Wird frisch Öl nachgemacht, also ja, frisches Öl. Dass da immer wieder alles rotiert wird. Also die Pommes werden schön rumgeshakt, damit sie nicht miteinander so richtig kleben. Und das Öl wird immer frisch vom Automaten ausgewechselt. Das wird einfach von jetzt auf gefühlt 1000 Grad hochgeknallt, damit die Pommes extrem schnell frittiert werden und dir in 35 Sekunden geliefert werden. Und ich muss auch sagen, jetzt im zweiten Gang, sie schmecken jetzt wirklich intensiv, auch mehr Kartoffelgeschmack hast. Du hast einen besseren Pommesgeschmack. Selbst der Ketchup schmeckt jetzt irgendwie gefühlt besser. Am Ende des Tages sind sie immer noch ein wenig schlechter als die McDonalds-Pommes, sodass McDonalds immer noch oben drüber wäre. Oder auch Burger King oder auch Five Guys. Heißt aber jetzt nicht, dass sie scheiße sind oder sonst was. Das sind trotzdem, sage ich mal, gute Pommes aus einem Automaten. Nun fragt ihr euch aber natürlich sicher noch, kann das aber in Zukunft funktionieren? Ist das konkurrenzfähig? In einer Stadt wie Erlingen mit 120.000 Einwohnern und dem Standort neben 4 Berufsschulen hat der Mann alles richtig gemacht. Das Ding wird extrem laufen. Und ich muss auch sagen, falls jemand in Erlingen vorbeifährt, Nürnberg, wie auch immer, kann man da wirklich mal einen Abstecher machen. Das ist gefühlt wirklich ein Erlebnis. Ich meine, es ist ein Pommes-Automatik. Also was gibt's in Deutschland eigentlich nicht? Die Automatenkultur wird immer stärker und stärker, aber auf eine Großstadt wird so, boah, da wird's wirklich schwer. Weil die Konkurrenz, die schläft einfach nicht. Es gibt ja mehrere McDonalds, die 24/7 aufhaben, das heißt, die können da mit konkurrieren. Erlingen, ist der McDonalds weiter weg und macht teilweise um 23 Uhr zu, da gehen die als der Gewinner raus. In einer Großstadt allerdings kann ich mir das schwer vorstellen, aber vielleicht glaube ich auch scheiße. Weil es so ein Erlebnis ist und so ein Event möglicherweise, weil es ist ja auch was komplett Neues und Cooles, kann es komplett durch die Decke gehen. Von daher, Leute, ich bin für euch 9 Stunden gefahren, hab hier noch irgendwo in einem richtigen ranzigen Hotel geschlafen. Ich bin fertig, es war ein wahnsinniges Video mit mega vielen Plot-Twists. Den ersten Pommes-Automaten Deutschlands probieren und hab euch hoffentlich ein richtig geiles Video abgeliefert. Leute, ihr lasst ein Like da, ein Abo auf Kanal und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.